Leute, herzlich willkommen. Wir gehen wieder rein in Gladiator Guild Manager. Die nächste Meisterschaft steht an, wenn ich das richtig habe. Das ist die drittletzte, ne? Und dann mal gucken, was passiert. Frage ist halt, wollen wir vorher noch was machen? Also ich hatte hier nochmal geguckt, hier sind noch ein paar rabattierte Gegenstände. Die würde ich, glaube ich, mitnehmen. Die sind über Level 20 und wenn die Rabatt haben, müssen die mit, ne? Das heißt, wir brauchen jetzt irgendwie wieder Gold. Das dauert noch 7 Tage. Oh ja, wir müssen auch noch Sold bezahlen vorher. Also müssen wir hier noch ein paar Sachen machen. Du Heiliger. 9 Leute. Okay, also langsam wird es wild. So langsam wird es wild. Bei ihm habe ich wieder ein bisschen Schiss, dass er mir zu schnell abkackt, ne? Vielleicht muss ich ihn auch doch ein bisschen näher hier mit ranstellen. Er versucht sein Glück in der Backline. Kriegt das. Da der Kleriker immer so schnell stirbt, kriegt er das. Er kriegt die Stärke. Agilität. Großer Ausdauertrank. Wir gucken mal, was das bringt. Sie kriegt ein Schild. Wir gehen hier voll rein, ne? Kleider bist du reichen. Ja? Also muss ich den echt erst so? Okay. Kann ich nicht durch draufziehen ändern. So, und was kriegt er noch? Er profitiert von Stärke. Kriegt er auch noch so ein Ding, ne? Und dann gucken wir mal, was passiert. Fette Massenschlacht. Er schnetzelt sich durch die Backline, aber stirbt. Und dafür scheint aber der Rest überlebt zu haben. Okay. Das Nashorn braucht Ausdauer. Oh, those are some good catches. So. Damit sollten wir den Sold immer noch nicht bezahlen können, okay. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. We've caught wind of another attack plan tonight. As my spellcasters have discovered an interesting specimen up on the Hollow Mountain. A curious corpse that is simply begging to be raised from the dead. Die muss ich hier dann wirklich komplett mit Nahkampfeinheiten am besten platt machen, wa? But it's located in Hornby. Probieren's mal. Wir haben auch nur 4 Leute, ne? Wir haben auch nur 4 Leute. Der profitiert von Agilität. Haben wir noch irgendwas Besseres für den?
Klänge der Furcht wäre ganz geil, ne? Aber, ja, wir probieren es so, ne? Ich glaube nicht, dass wir da noch groß was optimiert kriegen. Oh Gott, okay, das Umschmeißen ist schon hart, aber der Heal ist stark, ne? Das ist hier ein Umgebolze. Ja, die 7,5% Damage, ne? Das ist so heftig, glaube ich. Begin the ritual before more can wander over here. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall den Soll bezahlen, ne? Lass mal ein paar Tage laufen, dass wir noch in dem Angebot bleiben. So sind nämlich unsere Helden auf jeden Fall wieder ready. Hier würden wir halt nochmal ordentlich was kriegen, ne? Wir probieren's. Das sollte doch eigentlich machbar sein, oder? Was hatte der denn hier nochmal? Ausdauer erholt sich schneller. Genau, okay. Da war keiner, der irgendwie alleine stehen musste, da war ich mir gerade unsicher. Trunkener Schwinger. Der Große stirbt aber, ne? Der Kleine halt auch. Das ist halt echt irgendwie ein bisschen schade. Der. Great job. The cargo caravan will continue its route. Ich glaube, ich würde jetzt in dem Fall mal das Gold nehmen. I'm guessing iron again. There's probably some scheme about crooked quality iron being sold to some poor bastard. Okay. All right, lad. One moment. This one was hidden under so much hay, our gladiator almost gave up. No, our gladiator dug deeper and saw the swiving monocrystals underneath it all. Monocrystals. Okay. Those are worth a fortune. Apparently. It's the most valuable material in the world. This could be a huge corruption. Ja, die Mana-Kristalle sind halt echt gut, ne? Also von daher, damit können wir Leute wieder beleben und so weiter und so fort. Me too. It did strike me as odd that they are working in the middle of the gladiator tournament. But now I see why. Okay. Exactly. A bit on the nose, but it meant. Okay. Baronin führt ein falsches Spiel uns gegenüber. Ja. So. Sie wollen nicht Level 15 werden, ne? Das ist echt, das dauert so ewig lange.
Ich weiß es halt im Moment nicht, ne? Eigentlich müssten die so langsam mal. Level 15 werden, Mann, dass wir die Items auch verbraucht kriegen, ne? So, wir haben jetzt auf jeden Fall ordentlich was zum Shoppen. Ich würde mal hier nochmal refreshen. Was ist das? Okay. Ist, glaube ich, für den ganz gut. Halt nicht das Gewünschte dabei. Zumindest ist nicht das Gewünschte im Angebot. Könnten wir halt noch mal Risiko. Ich weiß halt nicht, ob ich mir das holen sollte. Ja, komm, ist im Angebot. Haben wir natürlich wieder massig Kram gekauft. Und müssen schauen, was wie wo passt, ne? So, was haben wir denn? 22, 22. Alles schwierig, alles schwierig. 30 und 6. Wir sind eigentlich schon recht gut ausgestattet, ne? Das muss man leider so sagen. Das ist alles schon recht wild, was wir hier haben, ne? Muss man einfach so sagen. So, und er war hier immer noch, genau, Agilität und Stärke. Und dann kann der noch mal so was kriegen. Dauer. Moment, bei ihm hier war das doch irgendwie, ne? Was haben wir hier? Machen wir mal so, ne? Könnten auch bei einem noch mal wieder ein neues Level draufpacken, aber haben eh nichts mehr im Moment, ne? Ah, jetzt kann ich den Soll nicht bezahlen. Ich bin so. Ah. Auf in den Kampf. Fangen leicht an, ne? Och. Das werden so langsam richtige Massenschlachten, ne? Das ist schon echt Wahnsinn. Bei dem war halt nur wichtig, genau.
Bei dem darf halt kein feindlicher Gladiator hinkommen. So. Drei dürfen wir noch. Bei ihm war nichts Wildes, okay. Das ist alles schwierig, ne? Da bin ich momentan halt komplett unsicher, was man machen soll, ne? Das ist, glaube ich, das Beste, was wir ihm geben können, ne? Auch wenn wir ihn jetzt gerade nicht dabei haben, sollten wir es aber irgendwie merken, auch wenn ich es garantiert wieder vergesse. Der geht hier voll auf Ausdauer. Wir sollten nur mal gucken, dass wir bei ihm vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mehr Ausdauer leveln, ne? Okay. Ich würde sagen, wir versuchen so unser Glück. Und gehen hier erstmal ohne irgendwas rein. Das ist so krass, ne? Gut. Ach, die haben den weggebrutzelt. Die brutzeln alles weg. Nein. Das ist halt die einzige Kacke an dem Kleriker, dass der Kleriker halt dann immer in die Backline läuft zum Heilen, ne? Aber. Der ist halt immer nur am Hin- und Herrennen dann. Wiederbeleben. Das ist unser Main Damage, ne? Von daher. Das mit dem Ziehen hier ist unfair. Ich gehe hier noch mal auf Easy. Er soll sich da unten durchschnetzeln. Das war unser Kryomant, der gestorben ist. Okay. Gehen wir mit Verfluchen und hauen nochmal den Speerkämpfer mit rein, wa? Easy. So langsam.
So langsam wird es was, ne? Aber auch nur so langsam. Das sieht irgendwie zu einfach aus. Da hat aber dann nochmal ordentlich Damage gekriegt hier. Blocken geht mit Stärke. Machen wir das so, ne? Bewegungsgeschwindigkeit ist für ihn halt echt dumm, ne? Ist halt alles nicht so geil, auch wenn der Hauptwert, das mit dem wir bräuchten, halt verbessert werden würde, aber. Das sind dann hier wieder so Helden, die in Anführungszeichen halt alles brauchen. Vor allem Bewegungstempo ist bei ihm halt dann ein bisschen schwieriger. Schaffen wir die? Was irgendwann wieder beleben, ne? Würde tatsächlich ihn wieder beleben. Der muss da hinten rein. Er hat nicht lang gemacht, ne? Er hat nicht lang gemacht. Die ist uns diesmal auch gestorben, okay. Es wird halt nicht unbedingt einfacher, ne? Ich weiß auch nicht. Also klar, ich könnte jetzt mit Prioritäten arbeiten und alles, aber ich denke eigentlich so von dem Team, was wir hier haben, er geht halt direkt hinten rein und alles. Eigentlich passt das schon recht gut, ne? Das ist schon von dieser Automatik her recht nice gemacht. Die sind halt, ne? Das ist unser Killer. Wir brauchen mehr von denen, ne? Ist halt, ne, eher one-hitted, aber sobald da irgendwas mit beisteht, ist er halt echt der Dumme, ne? Dann ist er echt der Dumme. Ne, habe ich jetzt. Geh mal halt einfach voll tanky da rein. Ich brauche
bei so Einheiten ja gar nicht auf den Nahkampfangriff gucken, ne? So Intelligenz, Intelligenz und Agilität und Agilität. Machen wir mal einmal voll in die Intelligenz rein. Okay, haben die den. Ah ne, die haben den gezogen. Ich dachte gerade, die hätten ihn ge-one-shottet. Er hier ist ein bisschen fies, ne? Aber. Okay. Minimalst, aber. K.O.-Handschuh. Krass. Okay. Nice, nice. Okay, wobei wir haben ja theoretisch auch noch gar nicht geguckt, weil wir können ja so einen noch holen. Das sind die einzigen beiden, ne? Gegner töten stellt Gesundheit wieder her. Ausdauer erholt sich schneller für jeden verbündeten Gladiator des gleichen Typs. Was für ein Gladiator-Typ ist er denn? Achso, okay. Okay. Skaliert halt auch mit Intelligenz. Das ist halt so ähnlich wie der Mana-Assassine anscheinend. Er hat aber zusätzlich noch eine Waffenparade. Okay. 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 128 ist anscheinend ordentlich, ne? Stärke macht halt nur minimale Abklingzeitverringerung, ne? Aber macht den Bereich auch größer. Ist nicht so verkehrt, ne? Also der Vorteil ist halt im Moment, dadurch, dass wir gut auf Vorrat kaufen, haben wir halt immer direkt alles relativ gut ausgerüstet, ne? Okay. 10 gegen 10, Alter. So, das ist doch behindert. Kriegen wir das wohl so hin? Die darf nicht umgeworfen werden. Der kriegt noch mal ein bisschen mehr. Will der mich verarschen?
Shit. Okay, ich hätte mir vielleicht vorher angucken sollen, wie viel Damage er macht. Er one-hitted einfach alles. Du Heiliger. Aber wieso haben die, also ich weiß halt nicht, wie ich meine Helden auf so hohe Level kriegen soll, ne? Bin ich ja ganz ehrlich. My associate is leaving soon, and I want to give him one last spectacle. We managed to capture a huge wyvern that will give him some serious chills. Are you ready? Boah. Gib mir kurz. We're almost there. I need only a few more specimens of those cave dwellers. Okay, die Sachen scheinen ja nicht abzulaufen. Ah doch, okay, wir sind gerade gespawnt. Aber wir müssen halt hier einfach mal eben ein bisschen was durchlaufen lassen, ne? Okay. Wir sind halt gerade goldtechnisch echt am Eimer, ne? Gucken, ich würde sagen, wir müssen da rein. Da auch rein. Und noch ein bisschen Level kriegen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Kennt das Spielchen? Gerne ein Like da lassen. Gerne ein Abo da lassen, wenn ihr noch nicht habt, wenn ihr das schon gemacht habt. Vielen, vielen Dank für den Support. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.